Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Volksentscheid zum Tempelhofer Feld ist in reichlich 2 Monaten, und das Abgeordnetenhaus muss schon heute Farbe bekennen. Alle Versuche, einen gemeinsamen Alternativvorschlag zu unterbreiten, sind gescheitert. Und ob das Verhandlungsangebot der Koalition überhaupt ernst gemeint war, darüber lässt sich streiten. Zur Erinnerung, anfangs wurden lediglich Gespräche über die Begründung in Aussicht gestellt. Noch bis vorhin war nicht klar, was die Koalition nunmehr als Abstimmungsalternative vorlegt, ob sie ihre minimalistische Ausgangsversion für ein Schutzgesetz heute hier beschließen will oder ein im Ergebnis der Verhandlungen inhaltlich qualifizierte Fassung. Jetzt wissen wir es. Der eingereichte Ursprungstext bleibt sogar hinter den Vorschlägen von Senator Müller zurück. Hier wollte er immerhin, dass ausschließlich städtische Gesellschaften und Genossenschaften bauen. Im Text der Koalition findet sich nichts dazu. Dass auch Die Linke einen Alternativantrag einbringt, ist dann nur folgerichtig. Wir wollen transparent machen, in welchen Punkten wir uns von der Koalition unterscheiden, an welchen Auffassungen eine Einigung scheiterte. In einem der zahlreichen Gespräche mit Vertretern der Stadtgesellschaft im Vorfeld und am Rande der Verhandlungen war die Rede vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Daran werden Sie sich noch erinnern. Das wäre aus unserer Sicht gewesen, Fokus auf den Tempelhofer Damm, bezahlbarer Wohnungsbau durch städtische Gesellschaften und Genossenschaften, und zwar für Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen, und eine echte Bürgerbeteiligung. Daneben war und ist es für Die Linke essentiell die Frage des Eigentums an der gesamten Fläche. Und das ist mehr als eine symbolische Frage. Es ist auch die Nagelprobe für die vielbeschworene neue Liegenschaftspolitik. Öffentliche Gesellschaften auf übertragenen Flächen und Genossenschaften auf Erbpachtflächen und der Rest in öffentlicher Hand, warum sollte das nicht funktionieren? Wir haben auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass uns die Zusammenführung der Standorte der Zentral- und Landesbibliothek am Herzen liegt. Wir wollen, dass dies am Rand des Tempelhofer Feldes nicht unmöglich gemacht wird. Ungeachtet dessen sind Kostenfragen und mögliche Standortalternativen zu klären. In den Verhandlungen waren einige Fortschritte gegenüber dem Ursprungsvorschlag der Koalition absehbar. So sollten, auf unsere Initiative hin übrigens, die geschichtliche Bedeutung des Feldes und das Gedenken in der Stellungnahme gewichtiger werden. Das ist nun wieder vom Tisch. Eine flächenmäßige Erweiterung der zu schützenden Freifläche um das Areal am Columbiadamm wurde zumindest nicht ausgeschlossen. Und tatsächlich, bei genauem Hinsehen auf die Karte, ist es zu bemerken, es gibt eine kleine Ausweitung immerhin. Aber letztlich ist genau das eher wieder ein Beleg für den Alibi-Charakter der bisherigen Gespräche. Denn nicht einmal das hat die Koalition in den Verhandlungen zugesagt. Ein wirkliches Trauerspiel war die Auseinandersetzung um den vermeintlichen Kern Ihres Alternativvorschlages, das bezahlbare Wohnen. Es gab seitens der Koalition keine Bereitschaft, hier konkrete Ziele zu verankern. Egal ob Quoten, Mietobergrenzen oder Finanzierungszusagen, in wolkigen Formulierungen von Mischung und Wohnstilen kann jeder und jede seine oder ihre Wunschvorstellung hineininterpretieren. Und das in einer Situation, wo Koalition und Senat die Trommel rühren für Bauen, 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 und zwar unabhängig davon, ob Eigentum oder Miete, Luxus oder Standard, teuer oder preiswert, stadtverträglich oder nicht. Das Versprechen für bezahlbaren Wohnraum, das Sie abgeben, ist nichts als leeres Gerede, und das war und ist für uns inakzeptabel. Angesichts der bekannten Mehrheitsverhältnisse wird es natürlich nun aller Voraussicht nach zu einer Abstimmung über eine bauliche Entwicklung in Anlehnung an den Masterplan des Senats oder eben zur Freihaltung des Feldes von jeglicher Bebauung kommen. Das Angebot der Opposition, jenseits des Masterplans einen Neustart für eine sozialverträgliche, ökologische, partizipative Planung am Tempelhofer Feld zu ermöglichen, das hat die Koalition ausgeschlagen. Sie wollte stattdessen so viel wie möglich vom Masterplan retten und die Oppositionsfraktionen als Unterstützer dafür gewinnen. Das konnte nicht gut gehen, und ich bin fast versucht zu sagen, das war offensichtlich das Ziel der Koalition. Die Linke hatte
hatte ein Interesse an einer Alternative und sie hat sich auch für eine Einigung engagiert. Aber wir mussten feststellen, dass unsere Bereitschaft, ihnen entgegenzukommen, größer war als die ihre. Wir wollen das Tempelhofer Feld als Begegnungsort und als Erholungsort für alle erhalten und weiterentwickeln. Wir wollen die zentrale Freifläche, das Areal am Kolumbiadamm und die Kleingartenanlagen am Südring für die öffentliche Nutzung als Park- und Erholungsfläche schützen. Wir wollen würdige Orte des Gedenkens und der Erinnerung gestalten. Und wir wollen am Tempelhofer Damm bezahlbaren Wohnungsneubau und ergänzende Infrastruktur ermöglichen. Die Planungen für die übrigen Randbereiche sollen ausgesetzt und erst im Rahmen eines neuartigen, partizipativen Verfahrens wieder aufgenommen werden. Jetzt haben die Berlinerinnen und Berliner die Chance, Senat und Abgeordnetenhaus einen unmissverständlichen Auftrag für die Zukunft des Tempelhofer Feldes zu erteilen. Und wir alle sollten nicht über das Ergebnis überrascht sein. Vielen Dank.